Wir bringen nun das Krimi-Hörspiel »Blut ist dunkler als rote Tinte« von Hans-Jörg Martin. Die junge Lehrerin Kitty Boll gerät unbeabsichtigt in tragische Verwicklungen, in die einige Schüler, Lehrer und Eltern ihrer Schule verstrickt sind. Fräulein Boll! Fräulein Boll, was ist denn nun schon wieder? Licht bitte! Liebte Sie kommen, Frau Benrath. Zweimal haben Sie Helmut geschrieben. Was war denn? Geträumt habe ich, der kleine Helmut Vollmer auf dem Bahnviadukt stieg er übers Geländer. Das ist er doch gar nicht. Nein, geträumt habe ich es. Und als der D-Zug kam, ließ er sich herunterfallen. Immer wieder dieser Helmut Vollmer. Schon die zweite Nacht jetzt, in der Sie nach ihm gerufen haben. Es ist ein Wunder. Nach all dem, was er mitgemacht hat. Und ich dazu. Seit Sonntagnachmittag. Fräulein Boll! Einen Augenblick! Bitte, warten Sie! Ja? Haben Sie meinen Jungen nicht gesehen? Ihren Jungen? Ja. Ich weiß im Augenblick wirklich nicht, mit wem. Begegnet sind wir uns sicher schon öfter. Frau Vollmer bin ich. Mein Junge Helmut Vollmer geht zu Ihnen ins Gymnasium. Geografie hat er bei Ihnen und Turnen. Helmut Vollmer? In die Sechster geht er. Ah, der Blondschopf, was? Ja. So mit braunen Augen? Hat er. Helmut, ja. Was ist mit ihm? Seit gestern Abend ist er weg. Was? Ja, mein Mann und ich, wir sind erst heute Mittag wieder zurückgekommen. Wir waren bei meiner Schwiegermutter in Hanefeld. Sie ist krank. Der Junge, sein Bett blieb unberührt. Muss also schon seit gestern Abend weg sein. Und jetzt ist es gleich 4. Haben Sie bei den Nachbarn gefragt? Aber ja. Bei Helmuts Freunden? Auch. Bei der Polizei? Mach ich noch nicht. Sollten Sie aber, Frau Vollmer. Mein Mann meint, dass Helmut vielleicht Ihnen, Fräulein Boll, etwas gesagt haben könnte, wo er Sie doch von allen seinen Lehrern am liebsten hat. Es tut mir leid, Frau Vollmer, mir hat er nichts anvertraut. Weinen Sie nicht, Frau Vollmer. Sie werden sehen, es ist bestimmt nur ein dummer Jungenstreich, den er sich da leistet, aus reiner Abenteuerlust. Und in die Schule muss er doch erst morgen wieder. Es könnte aber doch etwas passiert sein. Man liest so oft davon in der Zeitung. Auf jeden Fall, Frau Vollmer, verständigen Sie die Polizei. Ja. Und wenn Sie irgendwas erfahren, geben Sie mir Bescheid, ja? Ja. Ich bin jetzt bis 6 oder auch 6:30 in der Schule, in der Turnhalle und dann wieder zu Hause. Haben Sie ein Telefon? Haben wir. 4410. 4410. So wie ich von Helmut was höre, rufe ich Sie an. Danke, Fräulein Boll. Herzlichen Dank. Keine Ursache. Und bitte geben Sie mir Nachricht. Auf Wiedersehen. Was wollten Sie eigentlich am Sonntagnachmittag, meine ich, in der Turnhalle? Zusammen mit Herrn Zwicknagel. Studienreferendar Zwicknagel gibt neben Biologie auch noch Turnunterricht. Mhm. Wir wollten die Geräte bereitstellen für den Sportwettkampf der Unterstufe am Montag. Ach so. Das war eine Wärme in der Turnhalle, kann ich Ihnen sagen. Die Sonne knallte nur so an die Glaswand. Die Luft hier. Nicht zum Aushalten. Fenster auf. Herr Zwicknagel? Wo er nur steckt. Sein VW steht draußen auf dem Parkplatz. Hallo, Herr Zwicknagel! Bin hier oben, Fräulein Boll, im Biologiesaal. Ich komme! Schon seit 2 Uhr bin ich hier. Habe mittlerweile die Klassenarbeit korrigiert, die ich gestern von der Untersekunde habe schreiben lassen. Bei der Temperatur heute auch ein Vergnügen. Wir gingen zurück in die Turnhalle, schoben gemeinsam die Geräte, die für den Wettkampf vorgesehen waren, auf ihren Platz und überlegten, welche Gruppe aus welcher Klasse zuerst was und wo turnen sollte. Nur die Sprungbretter und Matten fehlten. Wir mussten sie erst noch holen, nebenan im Geräteraum. Die Sprungbretter lehnen an der Wand, neben der Tür. Riecht komisch hier drin, wie? Widerlich, würde ich sagen. Merkwürdig. Um Gottes Willen, Herr Zwicknagel. Was denn? Aus der zusammengerollten Judomatte. Wo? An der Wand dort neben dem Pferd streckt jemand seine Hand heraus. Ob das der kleine Helmut Vollmer? Was? Wer? Sehen Sie nach, bitte. Ich bring das nicht fertig. Zwicknagel zog an einer der Schlaufen.
Die Matte rollte auf und vor uns lag, die Augen weit offen. Frau Neulitz, Ihre Kollegin Thea Neulitz. Das muss ein Anblick gewesen sein. Schauderhaft. Zwicknagel griff nach ihrem Puls, ließ das Handgelenk aber sofort wieder los. Cut. Bereits starr. So machen Sie ihr doch die Augen zu, bitte. Auf keinen Fall. Wir dürfen jetzt nichts verändern. Nichts, gar nichts. Bleiben Sie einstweilen hier, Fräulein Boll. Ich rufe den Chef an. Nein, bitte. Ich kann nicht. Sehen Sie nur, wie sie mich anstarrt. Wo ist denn eine Decke? Im Schrank dort. Ich mache das schon. Rufen Sie an, bitte. Ich lief vor ins Schulsekretariat und versuchte Dr. Linke, unseren Oberstudiendirektor, telefonisch zu erreichen. Der Chef aber war anscheinend nicht zu Hause. So versuchte ich es bei seinem Stellvertreter. Oberstudienrat Dr. Jennewein, ja? Auch der war nicht zu erreichen. Dann warum verständigten Sie nicht gleich die Polizei? Es ist zur Vorschrift bei uns. Zuerst die Schulleitung informieren. Aber in so einem Fall, meine ich, sollte man doch... Ich versuchte es noch bei Dr. Hornbeck. Und der? War zu erreichen. Ja, Fräulein Boll, was gibt's? Dr. Hornbeck? Ja? Bitte, bitte, Sie müssen sofort in die Schule kommen. Ich jetzt? Ja, im Geräteraum neben der Turnhalle. Kollege Zwicknagel und ich, wir haben in der Judomatte... Was? In der zusammengerollten Judomatte haben wir Frau Neulitz, unsere Kollegin Thea Neulitz, gefunden. Tot. Frau Neulitz? Sie muss ermordet worden sein. Frau Neulitz ermordet? An der linken Schläfe, dunkel verkrustetes Blut. Wie haben Sie den Chef schon verständigt? Nicht zu erreichen, auch Dr. Jennewein ist nicht zu Hause. Ja, ich komme. Ja. Und Sie, Fräulein Boll? Ja? Rufen Sie die Polizei. Ja. Versuchen Sie am besten gleich Kommissar Nebelung zu erreichen. Wen? Kommissar Nebelung vom Morddezernat. Muss das eine Aufregung für Sie gewesen sein, wo Sie doch mit Frau Neulitz auch noch befreundet waren? Die arme Thea. Entsetzlich. Kam denn die Polizei auch gleich? Zuerst Dr. Hornbeck. Wie ist das denn passiert? Wenn wir das wüssten, Herr Doktor, hätten wir Sie nicht bemühen müssen, sondern der Polizei mit der Meldung auch gleich die Adresse des Mörders geben können. Ihren Zynismus, junger Kollege, könnten Sie sich in dieser Situation getrost sparen. Guten Tag, Herr Dr. Hornbeck. Wir kennen uns bereits. Ja, ganz recht, Herr Kommissar. Seit Ihre Tochter zu uns aufs Gymnasium, eine ausgezeichnete Schülerin. Nebelung? Boll. Freund Boll ist Studienassessorin, unterrichtet in Geografie und... Zwicknagel. Studienreferendar, Biologie und ebenfalls Turnen. Wo ist die Leiche? Unter der Decke dort, auf der Judomatte. Der Kommissar schlug die Decke zurück, griff nach Theas Handgelenk und sah sich die Tote eine ganze Weile an. Fräulein Boll und Herr... Zwicknagel. Entschuldigung, Zwicknagel. Haben Sie bei Ihren Vorbereitungen hier vielleicht irgendeinen Gegenstand beiseite geräumt? Aus Versehen, meine ich. Der als Mordwaffe in Frage käme? Nein. Nichts, Herr Kommissar. Jensen! Ja? Filzen Sie Herr Rindlow gleich mal alles durch. Vielleicht, dass Sie etwas finden. Jawohl. Und machen Sie das Fenster auf. War ja vorauszusehen bei der Schwüle heute. Hatte die Tote denn Feinde? Herr Dr. Hornbeck. Kann ich mir kaum vorstellen. Nur, Was? Errare humanum est. Irren ist... Menschlich. Allerdings... Herr Kommissar! Ja? Hier in der Halle! Ist da was? Unterhalb der Galerie! Neben den Kletterstangen! Auf dem Fußboden sind Blutspuren! Ich komme! Jetzt kamen noch drei Herren zu uns in den Geräteraum, die sich gleich an die Arbeit machten. Der eine zog ein Maßband aus der Tasche und rollte es aus. Der andere fotografierte die Leiche. Und der dritte, der Arzt, setzte sich auf die Matte, kramte in seiner Mappe, zog eine Holzspachtel heraus, öffnete mit einem Druck auf den Unterkiefer Theas Mund. Entsetzlich. Und schob ihr die Spachtel zwischen die Zähne. Und das sahen Sie mit an? Als er dann Theas Bluse öffnete und
und mit seinem Daumennagel von der Schulter bis herunter zum Brustbein eine Linie zog und sich dabei Theas Kopf leicht zur Seite neigte, hielt ich's nicht mehr aus. Herr Kommissar, könnten wir nicht vielleicht woanders warten? Natürlich, Frau Boll. Warten Sie mit Ihren Kollegen draußen im Vorraum. Danke. Dr. Hornbeck möchte doch bitte versuchen, Ihren Chef zu erreichen. Wenn nicht, dann seinen Stellvertreter, Oberstudienrat Dr. Jennewein. Soll nicht ich anrufen? Dr. Hornbeck, bitte. Sie brauche ich gleich, Fräulein Boll. Draußen auf dem Gang bot mir Kollege Zwicknagel zunächst meine Zigarette an. Und dann kam auch schon der Kommissar. Herr Zwicknagel, ich hätte gerne zuerst mit Fräulein Boll, wenn Sie uns bitte so lange allein lassen würden. Aber natürlich, Herr Kommissar. Ich könnte ja so lange oben im Biologiesaal. Ich hätte da noch einiges zu erledigen. Tun Sie es. Ich werde mich melden. Setzen wir uns doch. Bitte auf die Bank hier. Kannten Sie Frau Neulitz denn näher? Doch, ja. Wir waren befreundet. Dann können Sie mir also auch Außerdienstliches berichten. Thea war seit 2 Jahren Witwe und man darf sagen, eine außergewöhnlich aparte Frau. Alter? 29. Natürlich gab es da Männer, die glaubten, sie trösten zu müssen. Verständlich. Was sie so unter Trost verstehen. Junge Witwen gelten besonders bei primitiven Männern wohl als leichte Beute, glaube ich. Aber Thea war zu gescheit. Sie konnte auf eine zauberhafte Weise Körbe austeilen. Dann kann es doch aber sein, dass sich der eine oder andere davon gekränkt gefühlt hat. Möglich, aber als Motiv für einen Mord? Nein, so tief konnte davon keiner gekränkt sein, eben weil sie es so nett und freundlich machte. Der Chef ist immer noch nicht zu erreichen, aber sein Stellvertreter, Dr. Jennewein, er wird in wenigen Minuten... Danke. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Später bitte, Herr Doktor, ich lasse Sie rufen. Kollege Zwicknagel wartet oben im Biologiesaal. Ja, auf mich bestimmt nicht. Ich bin im Lehrerzimmer zu finden. Na, 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 was hat er denn? Die beiden Herren verstehen sich nicht sonderlich. Aha. Zurück zu unserem Gespräch. Frau Boll, gibt es womöglich auch in Ihrem Kollegium Herren, die sich bei Frau Neulitz so einen freundlichen Korb geholt haben? Ja, aber bitte ersparen Sie es mir, Namen zu nennen. Ich bin überzeugt, dass keiner der 2 oder 3, an die ich mich erinnere, deshalb zum Mörder geworden ist. Mhm. Wann haben Sie Frau Neulitz zuletzt gesehen? Gestern Vormittag in der Pause. Und am Nachmittag haben wir noch miteinander telefoniert. Erinnern Sie sich, wovon Sie gesprochen haben? Von dem Film, den wir am Freitag zusammen gesehen hatten. Und dann hat sie mir noch gesagt, dass sie eine Verabredung hatte. Aber sie wollte nicht sagen, mit wem. Sie sagte nur noch, eine komische Verabredung, Kitty. Du würdest dich kringeln, wenn du's wüsstest. Und Sie haben keine Ahnung? Keine. Sie können jetzt gehen, Fräulein Boll. Das Lehrerzimmer ist oben im 1. Stock. Wie? Draußen auf dem Parkplatz begegneten sie dann Oberstudienrat Jennewein. Er war ganz verändert. Die Haare zerzaust. Die Krawatte saß schief. Nicht einmal rasiert war er. Also Dr. Hornbecks Anruf hatte ihn offenbar ganz durcheinander gebracht. Ich sehe ein wenig derangiert aus. Wie? Aber... Nein, nein, ich weiß. Ist ja kein Wunder, wenn man den ganzen Tag... Und warum holt man mich jetzt auch noch hierher? Dr. Hornbeck hat ihn aber doch am Telefon... Nein, nein, meine Frau war am Telefon. Ja, ich... Sie kam gerade zurück in die Wohnung. Als das Telefon... Ich war noch unten. Auf der Straße war ich bei meinem Wagen. Ja, den ganzen Tag waren wir unterwegs, rundum in allen Ortschaften, waren wir und suchten unseren Jungen. Uli? Der Junge ist weg, ja. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ja. Seit gestern Abend ist er schon weg. Auch Ihr Ulrich? Ja. Wer denn noch? Der kleine Vollmer. Helmut Vollmer. Er ist bei uns in der 6. Ach, das ist es also. Weshalb ich hierher kommen sollte. Nein, Dr. Jennewein, nicht deshalb. Ja, meine Frau sagte mir aber doch, es sei etwas passiert. Ich solle sofort in die Schule kommen. Jetzt mussten Sie es ihm wohl sagen. Wie nahm er es denn auf?
Zunächst starrte er mich nur an, sagte kein Wort, wandte sich ab, murmelte etwas vor sich hin und ging hinüber zur Schultreppe. Aha. Ich wollte ihm nicht länger nachschauen, ging zu meinem Roller. Dabei kam mir der Gedanke, das Verschwinden des jungen Jennewein könnte etwas mit Theas Tod zu tun haben. Wieso das? Vor 3 Wochen etwa erzählte mir Thea, dass der Junge in geradezu beängstigender Weise für sie schwärme. Sie gab bei ihm Englischunterricht. In der Unterprima, ja? 3 oder 4 Briefe hatte er ihr schon geschrieben. Gedichte, anonym. Sie aber zweifelte nicht daran, dass nur Ulrich Jennewein der Verfasser sein konnte. Denn jedes Mal, wenn sie ihn in der Schule drannimmt, sagte sie, wird er bis über die Ohren rot. Und die ganze Klasse amüsiert sich. Das macht ihn wütend. Es ist zum Erbarmen, meinte sie. Ob Frau Neulitz das Rendezvous, von dem sie Ihnen am Telefon noch erzählte, am Ende mit ihm hatte? Undenkbar, das hätte sie mir sicher gesagt. Auf der Rückfahrt dann sah ich einen von Ulrichs Klassenkameraden, Heiner Neumann, aus dem Clubheim kommen. Dem Gasthof zur Linde, meinen Sie? Ja, wo sich samstags und sonntags die Mädchen und Jungen der Oberklassen unseres Gymnasiums treffen. Ich fuhr an den Gehsteig ran, hielt an und fragte ihn, ob er denn wisse, wo sich Ulrich aufhalten könnte. Wer ist ihm begegnet, sagen Sie? Jochen. Jochen Quast. Gestern Abend. Gegen 11 nach dem Kino. Als er bei Jenneweins vorbeiging, sagte er, kam Uli mit seinem Fahrrad aus der Haustür. Hinten drauf einen Koffer und an der Lenkstange eine Tasche. Jochen fragte ihn, wo er denn hin will. So spät noch. Und, was sagte er? Weg, sagte er. Weg von Albach. Von hier weg? Der kommt auch nicht wieder. Und als ihn Jochen fragte, was der Quatsch denn soll, knurrte er, lass mich in Ruhe. Und noch sowas Komisches. Na, was denn? Dass er was Schreckliches erlebt hat. Wann? Vor einer halben Stunde erst, sagte er. Und er will Schluss machen. Mit allem. Und erst mal weg von hier. Hat er etwa Krach mit seinem Vater? Hat doch jeder mal. Deshalb braucht man doch nicht gleich abzuhauen. Was Schreckliches erlebt? Hat er gesagt. Und ist weg. Und wohin? Was meinen Sie, Neumann? Wo Sie jetzt schon mit dem Roller unterwegs sind, Fräulein Boll. Hm. Und dann schauen Sie doch mal bei Onkel Toms Hütte vorbei. Nur, es könnte noch mal zum Regnen kommen. Sie müssten sich wohl erst noch einen Mantel... Onkel Toms Hütte? Wo ist das? Im alten Forst. Sie fahren die Lohstadter Straße hinaus. Mhm. Nach 5, 6 Kilometern biegen Sie ab. Nach rechts. Ja. Und fahren den Feldweg lang bis zu den Fischteichen. Ja, und? Vom zweiten Teich führt links ein Pfad bis zum Waldrand. Von da an müssen Sie dann zu Fuß weiter. Zu Fuß? Ja, der Weg ist zu schlecht zum Fahren. So. Es geht dann noch 300, 400 Meter unter den Bäumen entlang. Und Sie sind bei Onkel Toms Hütte. Eine ausgediente Jagdhütte. Wir waren da schon oft, haben was gekocht oder so. Der Schlüssel liegt unter dem Stein, neben der Tür. Sehen Sie, ich hatte recht. Hm? Schon fängt es zu tröpfeln an. Wollen Sie da wirklich noch... Ich werde es mir überlegen. Zu Hause aber haben Sie dann doch Ihren Trenchcoat angezogen, Ihre neue rote Baskenmütze aufgesetzt, die Ihnen Ihre Mutter am Freitag erst geschickt hatte, und sind wieder losgezwitschert. Zu Jenneweins, Frau Benrath. Zu Jenneweins. Mein Mann ist nicht da. Ich weiß, Frau Jennewein, er ist noch in der Schule. Wollen Sie nicht hereinkommen? Danke. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe eben mit Heiner Neumann gesprochen, mit einem von Ulis Klassenkameraden. Und? Er meint, es könnte sein, dass Uli möglicherweise zu Onkel Toms Hütte gefahren ist. Der Waldhütte? Im alten Forst, ja, bei den Fischteichen. Ob ich hinfahren soll? Aber nein, 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 nein. Nicht Sie, Fräulein Boll. Ich werde es meinem Mann sagen. Soll er doch. Ich meine, es ist ihm sicher lieber, wenn er den Jungen selbst holt. Wie Sie meinen. Ja, dann gute Nacht. Sind Sie denn doch noch hinausgefahren, in den alten Forst? Ja, aber bitte, Frau Benrath, behalten Sie das für sich. Ich möchte nicht ins Gerede kommen. Von mir erfährt keiner, aber auch nur eine Silbe. Versprechen Sie mir das. Aber ja. War er denn in der Hütte? Es war schon arg dunkel, als ich vor der verschlossenen Tür stand. Die Fensterläden waren zu.
Durch das Schlüsselloch aber sah ich einen Lichtschimmer, der, als ich klopfte, plötzlich verschwand. Hallo? Ich bin's, Uli. Kitty Boll, so machen Sie doch auf. Ich hab das Licht gesehen. Ich weiß, dass Sie da sind. Uli, ich muss mit Ihnen reden. Was wollen Sie von mir? Warum sind Sie von zu Hause weg, Uli? Ist meine Sache. Schickt Sie meinen Vater. Dein Vater, Uli, dein Vater würde sicher selber kommen, wenn er wüsste, dass du hier in der Hütte... Woher wissen Sie denn, dass ich hier... Einer deiner Klassenkameraden hat mir den Tipp gegeben. Was wollen Sie denn von mir? Uli, du musst mir sagen, warum du von zu Hause weg willst. Es ist wichtig. Auch für dich ist es wichtig. Uli, hörst du? Lassen Sie mich in Ruhe, bitte. Das geht nur mich etwas an. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich kann auch nichts anderes tun, als weggehen. Uli! Ich gab's auf. Alles Rufen und Klopfen war umsonst. Ich ging wieder den Waldweg zurück. Ja. Es war inzwischen so dunkel geworden, dass ich den Pfad nur noch dort fand, wo die Bäume nicht so dicht standen. Ja. Als ich nach 50, 60 Schritten etwa stehen blieb und mich suchend umsah, hörte ich Schritte hinter mir und glaubte für einen Augenblick, eine Gestalt zu sehen. Uli, rief ich. Ja. Und nochmal, Uli. Ja. Nichts, keine Antwort. In meiner Angst lief ich weiter den Waldrand zu. Nur weg jetzt, weiter. Da stolperte ich, stürzte, war aber eben nur wieder hoch und lief weiter wie verrückt vor Angst den Waldrand zu, wo ich hinter einem Gebüsch meinen Roller stehen hatte. Ja. Da hörte ich ziemlich nah eine Stimme. Sind Sie verrückt? Was rennen Sie denn so? Ich sitze auf dem Hochstand, warte und warte und Sie machen Radau. Verzeihen Sie bitte. Es war jemand hinter mir her. Ach, Quatsch ist das. Wer sollte denn? Ich hörte aber doch hinter mir ganz deutlich. Da ist einer. Was suchen Sie denn? Um die Zeit noch im Wald? Ich spazieren bin ich gegangen. Verlaufen habe ich mich. Jetzt aber wissen Sie doch, wo Sie sind. Oder etwa immer noch nicht. Jetzt ja. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich... Schon gut. Gehen Sie weiter jetzt, ja? Erst als ich wieder auf meinem Roller saß, merkte ich, dass ich im Wald meine Baskenmütze verloren hatte. Sicher, als Sie stürzten. Aber keine 10 Pferde hätten mich noch mal in den Wald gekriegt. Das glaube ich gerne. Als ich dann in die Stadt zurückkam, habe ich von der Telefonzelle aus draußen am Bahnhof, es ging bereits auf 9:30, bei Jenneweins angerufen. Mein Mann, Fräulein Boll, ist nicht zu Hause. Ich war immer noch in der Schule? Nein, in den alten Forst ist er hinausgefahren. Mit seinem VW, was? Ein solcher ist mir unterwegs. Wie? Ich meine, wann ist er? Vor einer Viertelstunde etwa. Sie sagt mir doch, es könnte sein, dass Ulrich... Er ist in der Hütte, Frau Jenewein. Ich weiß es. Sagten Sie ihr denn, dass Sie Ulrich begegnet sind? Nein, das sagte ich nicht. Wozu auch? Wo ich jetzt doch wusste, dass Dr. Jenewein zu Onkel Toms Hütte gefahren ist. Ich bin heimgefahren. Ich hörte Sie die Wohnungstür aufschließen. Das war ein Tag für Sie, was? Ich konnte und konnte nicht einschlafen. Einmal war es der kleine Helmut Vollmer, der mir im Kopf umging. Dann wieder Uli Jenewein. Ich glaubte es nicht, dass zwischen Ulis Weglaufen und Theas Tod irgendein Zusammenhang besteht. Möglich, dass er die Tote liegen hat sehen, so dachte ich, aber dass er... Nein, das hielt ich nicht für möglich. Dann hätte er sicher auch ganz anders reagiert, als Sie zur Hütte kamen. So wie Sie es schildern, reagiert doch nur einer, der aus Gekränktheit wegläuft, aus Trotz oder aus Enttäuschung. Von einem Schuldbewusstsein war in seinem Gebaren eigentlich nichts zu spüren. Dass der kleine Helmut Vollmer verschwunden war, hörte ich am Sonntag bei den Spätnachrichten im Radio. Ich dachte, Sie schlafen bereits, sonst hätte ich es Ihnen noch gesagt. Aber Sie wussten es ja schon seit nachmittags um 4. Eben. Und dass Dr. Jenewein oder seine Frau oder beide
in der Nacht noch in ihrer Wohnung sämtliche Gashähne geöffnet hatten? Erfuhr ich vom Kollegen Zwicknagel. Am Montag früh, kurz vor 8. Um 10 Uhr dann wurden wir alle ins Lehrerzimmer gebeten. Neben Dr. Linke, unserem Oberstudiendirektor, saß Kriminalkommissar Nebelung. Er war es, der als erster das Wort ergriff. Meine Damen, meine Herren, ich muss Ihnen eine leider sehr traurige Mitteilung machen. Sie wissen es wahrscheinlich noch nicht, dass wir in der vergangenen Nacht gegen 4 Uhr im alten Forst bei den Fischteichen, wenige Meter vor der alten Jagdhütte, Ihren Schüler Ulrich Jennewein gefunden haben. Und? Was ist mit ihm? Er ist tot. Oh, erschossen. Kommissar Nebelung sah rundum in die verstörten Gesichter und sagte eine Weile gar nichts. Auch mich hat er angesehen und mir schien länger als jeden anderen. Ich konnte in dem Augenblick doch nicht sagen, dass ich Ulrich am Abend bei der Waldhütte gesehen und gesprochen hatte. Vor allem vor dem Kollegium durfte ich es nicht sagen. Sie verstehen? Freilich schon. Der eine oder andere hätte dabei dummes Zeug denken können. Und der Kommissar? Öffnete seine Ledertasche und zog aus ihr eine Mütze heraus. Meine rote Baskenmütze. Kennt jemand von Ihnen diese Mütze? Ja. Hat jemand von Ihnen irgendwen gesehen, der so eine Mütze trug? Ich denke doch. Es sind mehrere Mädchen, die mit so einer Mütze in die Schule kommen. Die Mütze ist noch ganz neu. Fabrikat einer Hamburger Firma. Wir haben sie auf dem Waldweg gefunden, der unmittelbar zu der Hütte führt. Fragen Sie nicht, Frau Benrath, wie mir da zumute war. Konnte doch sein, dass mich jemand gesehen hatte am Sonntagabend. Mit der roten Baskenmütze. Eben. Noch in Walbach, meine ich. Außer Frau Jenne war doch wohl niemand. Und am Montag im Lehrerzimmer mit dem Kommissar? Was war dann? Gottlob steckte er dann die Mütze wieder in seine Mappe. Ja, und dass Ulrich Jennewein tot ist, wissen das denn die Eltern schon? Nein. In der Nacht im Krankenhaus gegen 3 Uhr schien es, als wollte uns Dr. Jennewein eine wichtige Mitteilung machen. Zunächst bewegten sich nur seine Lippen, dann aber hörten wir doch, was er sagte. Zweimal sagte er, bei der Jagdhütte im alten Forst. Und schon war er wieder weg. Jedenfalls fuhren wir gleich los, Becker, Jensen und ich, hinaus in den alten Forst. Und da fanden wir dann vor der Hütte seinen Sohn. Tot. Das ist furchtbar. Furchtbar. Meine Damen und Herren, sollte ich jemand von Ihnen, wir selbst tappen absolut noch im Dunkel, einen Zusammenhang erkennen oder auch nur vermuten. Ich meine, zwischen dem Tod Ihrer Kollegin Neulitz, dem, was vor der Jagdhütte geschah, und der Gasvergiftung des Ehepaares Jennewein, dann bitte ich, uns das mitzuteilen. Strengste Vertraulichkeit ist selbstverständlich zugesichert. Für jeden Hinweis sind wir dankbar. Unsere Rufnummer 110. Am Montagnachmittag gingen Sie dann ins Krankenhaus und besuchten Frau Jennewein. Ja, es ließ mir keine Ruhe. Ich hoffte, dass ich von ihr etwas erfahren könnte. Mhm. Ich musste mich ordentlich zusammennehmen. Die hübschen Nelken. Liebenswürdig von Ihnen, Fräulein Boll. Aber bitte. Wie geht es meinem Mann? Soviel ich gehört habe, gut. Er hat sogar schon wieder etwas gegessen. Ach ja. Und der Junge, Ulrich, ist er wieder zu Hause? Ja, ja. Aber warum kommt er nicht? Er schläft noch immer, seit heute früh. Dann wird ja alles wieder gut. Wissen Sie, die beiden, mein Mann und Ulrich, müssen sich aussprechen. Es ist das alte Problem, Fräulein Boll. Vater und Sohn. Hat Ihr Gatte Uli
gestern Abend denn gefunden? Nein, nicht. Sagten Sie mir denn nicht am Telefon, Ihr Gatte sei hinausgefahren in den alten Forst? Zur Waldhütte, ja. Kam aber kaum eine Stunde später, kam er wieder zurück. Unverrichteter Dinge. Hat wohl erst gar nicht lange nach ihm gesucht, weil Heinz Joachim doch so ärgerlich war wegen der Auseinandersetzung, die er mit Ulrich am Samstagabend, das alles hat Heinz Joachim, meinen Mann, doch sehr angegriffen. Sonst wäre es wohl auch nicht passiert, dass er statt des Warmwasserboilers den Hahn für die Backröhre öffnet. Ja, wie gut, dass man uns noch rechtzeitig gefunden hat. Die Backröhrengeschichte, dass Dr. Jennewein nur aus Versehen... Sie konnte mich dabei nicht anschauen. Mhm. Natürlich hätte ich gerne gewusst, was das für eine Auseinandersetzung gewesen war zwischen Vater und Sohn. Ja. Frau Jennewein aber schaltete ab. Mhm. Die Augen fielen ihr zu. Sie schlief ein. Im Treppenhaus traf ich dann Hannelore Bärwinkel. Ach, die Schwesternschülerin. Ja? Ein nettes Mädchen, die Hannelore. Bis zur Obersekundareife war sie bei uns. Den ganzen Vormittag habe ich bei ihr Wache gehabt. Was die im Halbschlaf alles erzählt hat. Was denn, Hannelore? Wiederholt hat sie gerufen, so beruhige dich doch, Ulrich. Du irrst dich, bestimmt. Dann hat sie meine Hand festgehalten und gesagt, glauben Sie mir es, Schwester, Ulrich bildet sich das alles nur ein. Er ist eifersüchtig auf Heinz Joachim. Auf seinen Vater also? Nach einer Weile dann sagte sie, sehr erregt, schwöre Heinz Joachim, dass du die Wahrheit sagst. Der Junge hat dich mit Thea Neulitz im Auto gesehen. Ach. Sag ihm doch, dass ihr nur beruflich miteinander zu tun hattet. Ganz außer sich war sie. Ich wollte schon die Stationsschwester holen, aber da war sie mit einem Mal wieder ruhig. Erst gegen Mittag fuhr sie noch mal hoch. Nein, nein, ich bin es nicht gewesen. Du, Heinz Joachim, du hast es getan. Weil der Junge alles gesehen hat. Du hast es getan. Dann ließ sie sich ins Kissen fallen und weinte und stöhnte, bis sie schließlich wieder eingeschlafen war. Arme Frau Jennewein. Und dabei weiß sie das Schlimmste noch gar nicht. Dass Ulrich nicht mehr lebt. Hm. Beim Sommerfest haben wir noch miteinander getanzt. Als ich mich auf der Männerstation dann nach Dr. Jennewein erkundigte, hieß es, der Herr Oberstudienrat empfängt keinen Besuch, er will seine Ruhe haben. Schöne Ruhe, das. Vom Krankenhaus bin ich dann zur Kriminalpolizei. Ja. Ich musste Kommissar Nebelung doch das von meiner Baskenmütze sagen, ja, dass ich die Mütze verloren hatte. Nur... er war nicht da, war unterwegs. Ich wartete eine Weile. Wachtmeister Becker bot mir einen Stuhl an. Wissen Sie denn etwas, Fräulein Boll, das uns in der Sache weiterhelfen könnte? Nichts. Ich wollte nur fragen, ob von Helmut Vollmer, ob man ihn denn immer noch nicht... Leider. Die armen Eltern. Übrigens, Fräulein Boll, was halten Sie davon? Frau Neulitz, die Tote, hatte am Kleid und an den Händen... Schmierseife. Schmierseife? Mhm, ganz gewöhnliche Schmierseife. Verstehe ich nicht. Und Kommissar Nebelung? Kam er endlich? Immer noch nicht. Ich ging wieder nach Hause. Am Abend dann, kurz nach 9. Sie, Frau Benrath, saßen in Ihrem Zimmer vorne beim Fernsehen. Ja, ja, ja. Da warf jemand Steinchen an mein Fenster hier. Ja? Wer ist denn unten? Ich. Wer ich? Ich trau mich nicht nach Hause, Fräulein Boll. Helmut Vollmer? Ja. Warte, ich komme. Komm rein da. Junge,
Wo warst du denn nur gesteckt seit Samstagabend? Immerzu in der Gegend hier, im Wald und so. Und warum bist du fort, ohne deinen Eltern eine Nachricht zu hinterlassen? Ob sie mich jetzt ins Gefängnis sperren? Warum denn ins Gefängnis? Wenn es rauskommt, dass ich es gewesen bin. Was gewesen? Der am Samstag gegen Abend in die Schule eingestiegen ist und... Und? Am Tag davor hatte ich ein Kilo Schmierseife besorgt. Schmierseife? Wozu denn Schmierseife? Sollte doch bloß ein Jux sein, Fräulein Boll. Bestimmt, ich hätte mir nichts Böses dabei gedacht. Bei was? Ich bin rein in die Turnhalle und rauf auf die erste Kletterstange, die neben der Galerie. Und hab sie von oben herunter bis knapp 3 Meter über dem Fußboden mit Schmierseife eingeschmiert. Warum denn das? Am Montag beim Wettklettern sollten die von der Parallelklasse die 2 Stangen neben der Galerie kriegen. Das hätten wir schon irgendwie geschafft. Und wenn die von der B-Klasse dann alle nur 3 Meter hochgekommen wären, das wäre doch ein Hallo gewesen. Ja. Kaum aber, dass ich die erste Stange angeschmiert hatte, die erste neben der Galerie, hörte ich draußen auf den Schulkorridor Schritte. Ja, und? Es kam jemand. Ich bin mit meinem Schmierseifebeutel hinter den Kasten. Und dann? Dann ging oben auf der Galerie die Tür auf. Die Tür zum Treppenhaus. Beide konnte ich sie sehen und hören. Wen? Oberstudienrat Jennewein. Und das andere, das war eine Frau. Was für eine Frau? Etwa Frau Neulitz? Ja. Und? Immerzu hat er auf sie eingeredet. Von der Beurteilung hat er was gesagt, die er schreiben muss. Und dass Frau Neulitz Studienrätin werden kann oder so. Oh, ja. Darauf sagte sie, schöner Jennewein, dass Sie sich so einsetzen für mich. Aber wozu bestellen Sie mich abends noch ins leere Gymnasium? Da sagte er etwas von einem Liebesbrief. Liebesbrief? Ja, der nicht in unbefugte Hände kommen darf. Und er wird dafür sorgen, weil doch ihre ganze Zukunft auf dem Spiel steht. Und? Und dann hat er noch gesagt, dass sie das noch anerkennen muss, wie er sich für sie einsetzt. Oh. Und ob er dafür denn keine Belohnung verdient. Und dabei drückte er sich ganz nah an sie ran. Ich dachte, jetzt wird sie ihm gleich eine kleben. Tat sie aber nicht, wie? Nee. Und sie trat einen Schritt zurück und sagte, wo ist der Brief, den der Junge geschrieben hat? Ich will den Brief haben. Brief? Er sagte darauf, in meinem Fach liegt er, im Lehrerzimmer. Und da sagte sie, er soll ihn holen. Und da ist er dann weg. Und? Ich wollte auch weg. Konnte aber nicht. Frau Neulitz stand immer noch oben auf der Galerie. Sie hätte mich weglaufen sehen. Da hörte ich draußen auf dem Korridor jemand rufen. Heinz Joachim. Und nochmal, Heinz Joachim. Das war Frau Jennewein. Ach. Frau Neulitz ist dabei mächtig erschrocken. Wollte weg ins Arztzimmer. Das muss aber versperrt gewesen sein. Ach so. Und so ist sie ganz aufgeregt über die Brüstung geklettert, um sich an der Stange der ersten neben der Galerie hinunterzulassen. Ach. Das von der Schmierseife wusste sie ja nicht. Nein. Ein Schrei und schon schlug sie unten auf, mit dem Kopf voran. Richtig gekracht hat es. Um Gottes Willen. Ja, um Gottes Willen. Dann kam Frau Jennewein in die Halle. Sie kam unten herein, suchte ihren Mann und sah Frau Neulitz auf dem Boden liegen. Fast zur gleichen Zeit kam oben auf der Galerie Dr. Jennewein durch die Tür, beugte sich über die Brüstung, sah, was geschehen war, glotzte jetzt seine Frau an, sagte eine Weile nichts, fing aber dann zu schreien an. Irene! Um Himmels Willen! Warum hast du das getan? Ich? Du, Heinz Joachim! Ich? Gott ist mein Zeuge, ich bin es nicht gewesen, der sie... Jetzt eben erst kam ich in die Halle. Du aber warst vor mir da. Aber umgebracht hast du sie. Ich? Vor einer Viertelstunde schon bist du in die Schule rein. Schlag 7. Von unserem Erkerfenster aus habe ich dich die Schultreppe hinaufgehen sehen. Und 2 Minuten später vor Neulitz. Zu mir sagtest du, du gehst nur in die Kirche, in die Abendandacht. Wie man sich doch täuschen kann. Ich habe Herrn und Frau Jennewein immer für ein Musterehepaar gehalten. Das ist zu guter Letzt noch fertiggebracht hat, sich gegenseitig des Mordes zu beschuldigen. Sicher hatten beide den Schrei gehört. Als Thea von der Kletterstange stürzte eben. Und so war jeder davon überzeugt, der andere müsste ihr Mörder sein.
Tatsächlich aber war sie das Opfer eines dummen Schülerstreiches. Weiter, sag schon, Helmut, was geschah, als Dr. Jennewein zu seiner Frau heruntergekommen war? Eine ganze Weile sahen sie sich an, als ob sie dabei überlegten, was denn nun geschehen soll. Und? Dann sagte Frau Jennewein, wir müssen an Ulrich denken. Hm. Was er drauf sagte, habe ich nicht verstanden. Schließlich hatten sie aus der Gerätekammer nebenan die Judomatte geholt und Frau Neulitz darin eingerollt. Wie sie sie fortgeschafft haben, bin ich abgehauen, nach Hause. Ja. Meine Eltern waren ja bei der kranken Großmutter. Und zu Hause dann habe ich ein Wecken Brot in den Rucksack gepackt, meine Sparbüchse ausgeleert, war nur 6,20 Mark und bin fort. Mhm. Mittlerweile war es dunkel geworden. Die erste Nacht, von Samstag auf Sonntag, legte ich mich in den Heuschober hinter dem Ziegenberg. Es war ganz schön warm. Ja. Gegen Morgen, es fing schon an hell zu werden, bin ich dann mit ziemlich dollen Kopfweh aufgewacht. Meine Nase, mein Mund und die Augen waren so wie geschwollen, ja? Mhm. Ich hab gedacht, ich muss ersticken. Warum legst du dich auch ins Heu? Den Sonntag über war ich dann den ganzen Tag im Wald. Hm. Bei dem Gewitter am Nachmittag wurde ich ganz schön nass. Hm. Und gegen Abend, dann ist mir Onkel Toms Hütte eingefallen. Onkel Toms Hütte? Ja, so sagen sie alle dazu. Warum, weiß ich nicht. Ich hab sie auch gefunden. Ja. Aber als ich dann näher kam, es war schon dunkel, hörte ich vor der Hüttentür zwei Leute reden. Ein Mann und eine Frau. Mhm. Sie ist dann weggegangen. Der Mann wieder in die Hütte. Ich war ziemlich sauer, weil ich doch jetzt nicht rein konnte. So bin ich der Frau nachgeschlichen. Du, Helmut? Ja, ich. Warum? Eben, warum bist du ihr nach? Nur, um rauszubekommen, wohin sie geht. Sie muss mich gehört haben. Mhm. Auf einmal fing sie zu laufen an. Immer schneller. Dabei ist sie hingefallen. War aber gleich wieder auf den Beinen. Und ist weitergelaufen, bis zum Waldrand. Da habe ich sie dann mit einem Mann reden hören. Der hatte wohl auf sie gewartet. Aha. Und so bin ich wieder zurück zur Hütte. Ich dachte, womöglich geht der weg und ich kann rein. Für einen Augenblick war ich doch in Versuchung, ihm zu sagen, dass ich diejenige war, die vor ihm davongelaufen und dabei hingefallen war. Ließen es aber dann doch sein, wie? Das hätte ihn sicher nur verwirrt. Ja. Außerdem war ich zu gespannt, was nun noch alles kommen würde. Es war ihm ja anzusehen, dass er noch mehr auf der Seele hatte. Eine ganze Weile lang bin ich dann unter einem dicken Baum gesessen. Mhm. So 20, 30 Meter von der Hütte weg. Habe mein Brot ausgepackt. Den Rest, den ich noch hatte, war hübsch vom Regen aufgeweicht. Und habe immer noch gehofft, dass der in der Hütte drin vielleicht doch noch geht. Und ich kann rein. Aber er ging nicht, wie? Nee. Eine Weile später dann kam noch jemand den Waldweg entlang. Mhm. Diesmal ein Mann. Er ist auf die Hütte zu und wollte rein. Ulrich! Mach auf, Ulrich! Du sollst aufmachen! Sicher hätte ich bei der Dunkelheit den Dr. Jennewein nicht erkannt. Mhm. Erst als er zu schreien anfing, wusste ich, dass er es war. Auf einmal ging die Tür auf. Es kam einer heraus. Ach. Sie haben miteinander geredet. Bloß, ich konnte zuerst nichts verstehen. Außer, dass Ulrich, es war Ulrich Jennewein, zwei- oder dreimal Nein sagte. Auf einmal fing Dr. Jennewein zu schreien an. Das ist nicht wahr! Ich habe nichts mit Frau Neulitz! Nie habe ich etwas gehabt mit ihr! Und dass ihr zusammen weg gewesen seid. Im Auto. Einen ganzen Tag lang. Ach, wo waren wir denn? Na, sag schon. Von wem hast du denn gehört, wo wir waren? Von deiner Mutter etwa? Was der Ulrich darauf gesagt hat, habe ich nicht verstanden. Etwas von gelogen oder betrogen oder so. Da hat der Alte, der Dr. Jennewein, dann noch lauter geschrien. Halt den Mund! Du bist ja verrückt, meinst wohl? Ich kann mir nicht denken, wie du sie unter Druck setzt. Ich werde sie warnen von dir. Tu's doch! Warne sie! Sie wird nicht hören auf dich. Sie hört dich nicht mehr, Junge. Frau Neulitz ist tot. Tot? Tot? Tot! Nicht! Tu das Ding
das Ding her! Weg, sag ich! Ich hab nicht gewusst, wovon er redet. Sie haben zu raufen angefangen. Eine ganze Weile lang hörte ich nur keuchen. Marta! Du hast sie umgebracht! Das zahle ich dir ein! Weg damit! Tu das Ding weg! Du Scheiß! Ulrich! Uli! Uli! Aber der Uli hat sich nicht mehr gerührt. Und Dr. Jennewein? Der ist nach einer Weile weggegangen. Langsam weggegangen. Und du? Ich dachte, jetzt kommt sicher die Polizei. Dann finden sie mich auch. Bist du weggelaufen? Ja, immer zu dem Wald entlang. Zurück zum Heustadel. Und wo warst du gestern? Auch, im Wald. Bis ich es heute dann vor Hunger nicht mehr ausgehalten habe. Natürlich ließ ich den Jungen jetzt nicht allein nach Haus gehen. Und wie war der Empfang? Gnädiger, als ich dachte. Frau Vollmer drückte den erschöpften Jungen derart an ihren üppigen Busen, dass ich Angst haben musste, Helmut würde keine Luft mehr bekommen. Und der Vater? Knurrte immer vor sich hin, so ein Lausebengel, und wischte sich dabei die Nase ab. Als er dann wissen wollte, wo er denn war, warum er weggelaufen ist, sah mich der Junge so verzweifelt an, dass ich ihm jetzt wohl helfen musste. Und auch getan haben, wie ich Sie kenne. Herr Vollmer, sagte ich. Sehen Sie doch, wie elend er aussieht. Er soll erst tüchtig essen und schlafen, der Junge. Sie können es von mir erfahren, er hat mir ja alles anvertraut. Mhm. Naja, und während Helmut in der Küche draußen futterte und gleich darauf ins Schlafzimmer verduftete, erzählte ich denn die Geschichte. Hinterher dann rief Herr Vollmer die Polizei an. Und? Sagte er alles? Nein, nein. Nur, dass der Junge jetzt wieder da sei. Dass er zu seiner Tante ausgebüxt war nach Oldenburg, aus Angst vor Strafe, weil er in der Schule wegen schlechten Betragens einen Verweis bekommen hatte, mit einem Brief an die Eltern. Naja, also, dass er Unfug getrieben hat, kann man wohl sagen. Und die Mitteilung an die Eltern war ja bereits erfolgt, durch mich. Sicher, aber meinen Sie denn nicht, dass es besser wäre, der Polizei alles zu sagen, wie es war? Darüber habe ich mich gestern sehr eingehend mit Franz, mit Herrn Zwicknagel unterhalten, auf einem Spaziergang, den wir gemeinsam... Herr Zwicknagel ist Ihr jüngster Kollege, wie? Aber der vernünftigste. Wenn die erfahren, dass er die Seife dran geschmiert hat, was glauben Sie, was das für den Jungen für ein Nachspiel gäbe? Offenbar hat die Polizei die Schmierseife an der Kletterstange noch gar nicht entdeckt. Und wird sie auch nicht entdecken. Sie wollen? Ja, ich versuch's. Heute noch. Am Abend dann gingen wir zusammen in die Schule. Die Tür zur Turnhalle stand offen. Jetzt erst dachten wir daran, dass wir keinen Putzlappen bei uns hatten. Da fielen mir die dicken Ballen Zellstoff ein, oben auf der Galerie im Arztzimmer. Ja, ja, ja. Während Franz, Herr Zwicknagel, in der Halle neben den Kletterstangen seine Schuhe und Strümpfe auszog, huschte ich die Treppe hinauf zur Galerie. Ja. Die Tür zum Arztzimmer war nicht versperrt, nur angelehnt. Ich stieß sie auf und sah auf dem Boden. Es war entsetzlich. Was ist denn, Fräulein Kitty? Kommt sie! Da drin! Im Arztzimmer! Er kam rauf auf die Galerie, öffnete abermals die Tür, die ich in meinem Schrecken zugeworfen hatte. Ich wandte mich ab. Ich wollte es nicht noch einmal sehen. Kommen Sie. Setzen wir uns draußen auf die Treppe. Rauchen wir erstmal eine. Bitte. Haben Sie ihn erkannt? Ja. Sieht schrecklich aus. Alles voll Blut. Er muss sich über dem Waschbecken die Pulsadern geöffnet haben. Die Hände ins Wasser gehalten? Und dabei vom Stuhl gefallen sein. Was machen wir denn jetzt? Auf keinen Fall wie am Sonntag Alarm schlagen. Sonst würden Sie mit Recht fragen, was wir beide um diese Zeit noch in der Schule zu tun hatten. Und wir müssten, ob wir wollen oder nicht,
mit der Wahrheit herausrücken. Und Sie hätten Helmut Vollmer am Wickel. Wenn wir aber keinen Alarm schlagen, werden Sie den Toten morgen früh finden, weiter untersuchen und eigentlich ist er ein armes Luder. Natürlich hat er sich das alles selber eingebrockt. Seine Frau tut mir leid. Mir auch. Was soll nun werden? Warten wir es ab, ob Sie die Sache schließlich aufgeben oder... Oder? Oder ob Sie irgendwen verdächtigen oder gar festnehmen. In dem Fall müssten wir zu Kommissar Nebelung und ihm alles erzählen, aber sonst... Sonst nicht? Denken wir daran, was wir dem Helmut ersparen könnten. Außerdem, wem nützt es denn, wenn wir auspacken? Und die Schmierseife an der Kletterstange. Hat er sie noch abgewischt? Er hat. Und? Dann hat mich Franz, Kollege Zwicknagel, noch nach Hause begleitet. Vor der Tür stand ein fremder Wagen. Wir wollten dran vorbeigehen. Na, Fräulein Boll. Namt Herr Zwicknagel. Namt? Herr Kommissar, was kann ich für Sie tun? Nichts, Fräulein Boll. Ich wollte Ihnen nur etwas zurückbringen, das Sie verloren hatten. Ich? Hier. Ihre rote Baskenmütze. Muss ich jetzt etwa mit Ihnen zur Polizei? Nein, nein. Sie können nach Hause gehen. Ja, aber... Dass Sie am Montag vor versammelter Lehrerschaft nicht sagen wollten, dass es Ihre Mütze... Aber am Abend, dann kam ich doch um Ihnen, Wachtmeister Becker... Ich weiß. Ich war unterwegs. Und woher wissen Sie, dass das meine Mütze? Einer Ihrer lieben Kollegen hat Sie damit am Sonntagabend noch die Lohstadter Straße hinausfahren sehen. Kleinstadt, Fräulein Boll. Sicher der Hornbeck. Der wohnt ja da draußen. Übrigens, Dr. Jennewein ist aus dem Krankenhaus verschwunden. Und? Er hat einen Brief hinterlassen. Einen Abschiedsbrief. Woher wissen Sie denn das? Bitte, Herr Kommissar, kommen Sie mit rauf in meine Wohnung. Wir müssen Ihnen nun doch Verschiedenes erzählen. Verschiedenes? Oder alles? Alles, was wir wissen. Auch wo Dr. Jennewein ist. Auch. Und die Geschichte mit der Schmierseife und dem kleinen Jungen, der kein Mörder ist. Was für ein kleiner Junge? Ja, unser Ausreißer. Er hat das mit... Was? Naja, mit der Schmierseife. Wie? Ja, vielleicht können Sie uns helfen, Herr Kommissar, den Jungen aus der Geschichte rauszuhalten. Er ist erst 11. Und durchgemacht hat er schon genug. Bitte, Herr Kommissar, kommen Sie mit rauf. Wir werden alles erzählen. Herr Nachtern, zuerst möchte ich doch noch... Ich mache mir Sorgen um Dr. Jennewein. Jennewein ist tot. Also doch. Hat sich das Leben genommen. Wo? In der Schule. Pflichtbewusst bis in den Tod sozusagen. In dem Brief hier bezichtigt er sich des Mordes an seinem Sohn. Aber... Wahrer Unsinn. Er muss den Brief in totaler Verwirrung geschrieben haben. An der Waffe fanden sich nur die Fingerabdrücke des jungen Jennewein. Unsere Experten vermuten, dass sich bei einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und seinem Vater ein Schuss gelöst hat. Es war, wie Sie sagen. Ihre Experten haben sich nicht getäuscht. Auch das wissen Sie? Bitte, bitte erzählen Sie. Oben, bei einem Glas Cognac. Soll gut sein gegen Kummer und Komplikationen. Auch für Kriminalkommissare. Bitte. Blut ist dunkler als rote Tinte von Hans-Jörg Martin. Mit Christa Berndl als Kitty Boll. In weiteren Rollen Anita Bucher, Herbert Bötticher, Marlies Schönau, Jürgen Jung, Hans Bauer, Niki Makulis und vielen anderen. Bearbeitung und Regie Edmund Steinberger.